Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Im Goethe-Sender. Für Kuschel-Sender. Der offizielle Goethe-Sender. Heute, vielen Dank. Heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es für mich besonders wichtig, untadelig, wie wir von der älteren Generation das nennen, absolut top korrekt in der Kleidung vor Sie zu treten, denn unser Bundeskanzler Gerhard Schröder macht eine Bella Figura, wie wir in der Türkei das früher genannt haben, Bella Figura als Model. Der Starfotograf Peter Lindberg. Viele sagen ihn vor Begeisterung schon Peter Lindberg, aber er heißt Peter Lindberg, kommt aus Duisburg, ist aber weltweit, der hat ja Weiber vor der Linse, normalerweise. Jetzt hat er den Bundeskanzler, ihr gib's mir, Gerhard, komm, ihr, fotografiert, und zwar in Designerklamotten. Der Cashmere-Mantel schon für 4.000 Mark. Der Anzug von Giton 3000, da kann man nichts sagen, der trägt sich lange. Und die Schuhe aus, Achtung, aus handvernähtem Pferdeleder. Schauen Sie sich das an. Unser Bundeskanzler, wir dürfen stolz sein, meine Damen und Herren. Fashion Gerd. Mit diesem Gesichtsausdruck. Schauen Sie sich diese Handhaltung an, für mich historisch. Ich wollte, es wäre Nacht oder die Grünen kämen. Ja? Schauen Sie sich, das ist mehr als ein Kanzler, muss ich wirklich sagen. Ja? Ich glaube, es ist das einzige Model, das nebenher als Kanzler jobbt. Toller Mantel. Und Sie haben es richtig gehört, der Mantel. Cashmere. 4 Mille. 4 Riesen. Nicht billig, aber es trägt sich natürlich ganz anders. Ja. Der Mantel ist teurer als der Anzug. Das ist verständlich bei einem Mann, der jahrelang sein Abendessen an zugigen Imbissbuden eingenommen hat. Ja. Oder wie Deutschlands Nachrichtenqueen von Punkt 12 heute sagte, Katja Burkhardt vom Partykanzler zum Kasimir-Kanzler. Ich dachte wirklich, ich hätte einen Rohrbruch bei mir im Zimmer, so nass wurde es. Okay. Vom Partykanzler zum Kasimir. Ich glaube, bei Punkt 12 haben die Kameraleute schon Ölzeug an. Ja? Vom Partykanzler zum Kasimir-Kanzler. Auf diesem Bild, ja, in dem sich Gerhard Schröder in seinem Mantel einwickelt, da zeigt er uns, so kalt wird es in Deutschland, wenn die Atomenergie abgeschaltet werden muss. Hier. Ja. Noch eins. Schauen Sie mal dieses Bild genau an, was man auf diesem Bild nicht sieht. Ganz hinten links, wo dieser helle Fleck ist, ja? Da sitzt halbnackt Guido Westerwelle und will seinen Mantel wieder haben. Mein Anzug ist, glaube ich, 80% Polyester und auch der Rest brennt. Aber das sind die alten Sachen von Koschi, die ich auftrage hier auf Wunsch. Das hier ist auch, wir bringen bald eine Liste raus, Selbstverstümmelungsprämien bei Fernsehmoderatoren. Ich habe sie neulich erzählt mit diesen Ärzten, denen es alle den rechten Finger wegreißt beim Eisessen. 1 Million. Ja? Jetzt nicht mehr. Wir haben einen Gast heute Abend, der ist der beliebteste Nachrichtensprecher oder wie das heutzutage heißt, Anchorman im deutschen Fernsehen. Kürzlich eine große Umfrage in der Zeitschrift Die Woche und man hat gesagt, jawohl, das sind die besten Nachrichten. RTL Nachrichten, der Chef seit 1992, neuer Vertrag bis 2003, Peter Klöppel. Ja.
willkommen zu den News. Bonn. Bodo Hambach. Bodo, den Mantel bitte. Wenn der Kanzler rausgeht. Cool, dieser Mantel. Und dann haben wir eine tolle Frau zu Gast aus einer Sportart, da hatten wir noch nie einen Gast, nämlich Damenhandball. Und Sie wissen, unsere Damen-Nationalmannschaft ist absolut großartig, wurde sensationeller Dritter bei den vergangenen Weltmeisterschaften. Und wir haben die Torhüterin der deutschen Damenhandball-Nationalmannschaft bei uns zu Gast, Christine Lindemann. Sieht aus wie ein Model. Handballtorhüterin. Gehören Sie auch zu denen, die immer, wenn Sie Jappi sagen, überlegen, ob sie nicht vielleicht doch Juppi heißt? Genau wie mit Hi-Fi und Hi-Fi. Wenn sich so ein Juppi eine Hi-Fi kauft oder ein Jappi eine Hi-Fi, so Wahnsinn, oder? Einer von diesen gegelten, ein CD-Player. Und Bowling, ja, schick in trendy, die neueste Fun-Sportart. So heißt es offiziell. Fun-Sportart und zwar beleuchtete Bahnen, das kennen Sie in Belgien von der Autobahn. Nein, das sind bei uns die Bowlingbahnen. Techno, 1,5 Millionen Fans. Bowlingfans geben in Deutschland ca. 1 Milliarde Mark pro Jahr aus, Tendenz steigend. Ja? Zum Beispiel Helmut. Ja? Bevor Helmut bei uns Bandleader wurde, hat er sich abends auf der Bowlingbahn ab und zu mal ein paar Mark als Kegel dazu verdient. Ich kann mich noch erinnern, als ich in jener Zeit, als mein Geschlecht reifte. Poetischer Ausdruck für innere Pubertät. Ja, da haben mich meine Eltern immer abends zum Kegeln geschickt. Und ich habe lange mich gefragt, warum muss ich 4-mal in der Woche kegeln gehen? Jetzt weiß ich es. Damit meine rechte Hand müde war vor dem Einschlafen. Oh, ich habe meinen Körper nicht getroffen. Wenn mich jemand fragt, ja, zum Beispiel, sag mal, kennst du den Unterschied zwischen Bowling und Kegeln? Ja, dann warte ich kurz und dann biege ich das Gespräch um in Richtung, ja, das ist für mich so wie der Unterschied zwischen Badminton und Federball. Da können Sie Leute böse irritieren. Du spielst Badminton, ist so wie Federball, nur schneller. Nein. Ist völlig anders. Es gibt einen neuen Trend, der eigentlich sehr alt ist, aber der wieder sehr, sehr beliebt wird bei uns. Und zwar Deckel machen. In den Kneipen ist wieder angesagt. Ja, ist doch toll, oder? Filzbierdeckel, ja. Hier! Zack, Strich drauf und man darf wieder anschreiben lassen. Vorausgesetzt ist, man kennt den Wirt. Ja, Deckel machen, das ist sowas wie Mastercard für Randzuschauer. Geht das alles hier drauf? Ja. Für mich ist ein Rätsel, oder? Warum ist das Erste, was Frauen machen, wenn sie eine Kneipe kommen, ist, entweder wird der Bierdeckel zerbröselt, ja? Oder bei den Kerzen wird oben das Wachs zusammengedrückt. Was ist das? Was hat das tiefenpsychologisch zu bedeuten, oder? Ich habe immer zwei Dinge mit dabei, wenn ich in eine Kneipe gehe. Das eine ist ein kleines, sehr, sehr feines Taschenmesser, mit dem ich die Striche vom Deckel kratze. Ja? Und dann Tippex, mit dem ich die entstehenden Rillen wieder dicht mache. Toll. Also ist so toll, wenn Sie dann nach 6 Stunden rausgehen, ja, und die Bedienung sagt, was hatten Sie? 2 Kölsch. Und dann immer dieser super gute Spruch. Der kommt so gut an. Habe ich alles getrunken, was ich bezahlt habe? Jeden Abend! Das ist so gut. Jeden Abend! Unser Bundeskanzler. Es gibt Menschen, die waren dabei, als diese Fotos gemacht wurden. Wir haben einen Augenzeugen für Sie befragt.
Keine Ahnung, das habe ich mitbekommen. Das ist so ein Unding. So was hätte es doch früher nicht gegeben. Wenn Sie mich fragen, da fehlt die starke Hand. Ich finde das großartig. Bodo, komm da. Ich finde es großartig, dass unser Bundeskanzler Wert auf gute Klamotten legt und auch modisch eine wirklich neue Generation repräsentiert. Und es ist klar, dass eine junge, moderne Partei, formerly known as Arbeiterpartei, SPD, sagt, vielleicht wollen mehr junge Leistungsträger und dynamische Menschen so schick aussehen. Es gibt jetzt den neuen Frühjahr-Sommer 99 Modekatalog der SPD. Mode für den anspruchsvollen Sozialdemokraten, auch in Fachkreisen bekannt als Gerd Apporté. Gerd Apporté, das sind tolle Sachen. Ich werde mir da einiges davon bestellen. Ja. Mit Sicherheit die Original-Kanzlerschlappen. Absolut schick. Ja. Und hier können Sie sehen, Weiß-Gold massiv inklusive Fältchen-Applikationen für nur 6.890 Mark. Und wenn ich diese Schlappen anhabe, dann gehe ich bald zu Bett. Und was trage ich in Zukunft im Bett? Schlafanzug Rudolf. Totsche. $1.750, dafür kann man es nicht selber machen. Das ist aber irre. Das ist so toll. Das ist das Tolle an der SPD. Auch dieser Modekatalog zeigt, man kann modern, fashionable, in, hip sein und trotzdem volkstümlich. $678 geschenkt für die Mütze Münti. Schöne Sache. Und dann... auch schön für unten drunter. Ich finde, das sollte Peter Lindberg, oder wie wir seine Fans nennen, Peter Lindberg, mal eine ganze Reihe machen. Wow! Das ist ja unglaublich gut. Das ist etwas, was man auf der Demo tragen kann. Oder auch bei AKW-Besichtigungen. Eine völlig neue Strumpfhose für den Herrn. Hier präsentiert von einem unserer Besten, Chili Blickdicht, die Erfolgsstrumpfhose. Jetzt mit noch mehr Artikel. In den Trendfarben Aschfall, Finster, Matt, Erdnuss und Frau. Ja. Absoluter Knaller. Und ich muss sagen, wir Männer haben es uns lange, lange Zeit sehr bequem gemacht beim Thema Unterhosen. Slips und Tangas. Damit ist Schluss, denn der Bundestagspräsident persönlich stellt das hier vor. Tierse-Tanga. Das Allerbeste für den Sack, der Tierse-Tanga Sechserpack. Muss man wirklich sagen, klingt zunächst mal teuer, ja, ist aber letzten Endes günstiger, als wenn Sie sich irgendwelchen Schrott kaufen. So ist es ja eigentlich mit allem. Sie wissen ja, die meisten unserer Zuschauer sind junge Schüler, Studenten. Und viele junge Menschen wollen auch einen dieser faszinierenden Berufe in der Welt der Medien ergreifen. Und ich werde oft gefragt, wie warst du eigentlich als Schüler, lieber Harald? Ich habe gedacht, ich müsste das einmal zeigen, denn ich war natürlich schon als Schüler aufsässig, unbequem, kritisch. Ich habe sehr vieles hinterfragt von dem, was mir damals in Baden-Württemberg von einer konservativen Pädagogik vermittelt werden sollte. Und ich habe es auch heimlich gefilmt und so war das damals auf meiner Schule.
Wenn ich so zurückdenke, meine Schulzeit war eigentlich recht angenehm. Bei den Lehrern war ich geschätzt, auch ohne übertriebene Libidinerei. Meine Leistungen waren zufriedenstellend. Ja, meine Schulzeit war eigentlich sehr schön. Wenn da nicht Horst Küppers und seine Freunde gewesen wären. Das gibt's doch wohl. Schmidt, du Wichser, heute kriegen wir dich. Hast du Ärger mit diesem Küppers? Ivo, Herr Studienrat, der gibt doch nur an, aber von dem lasse ich mich nicht provozieren. Sehr vernünftig, Junge. Das ist auch nicht dein Niveau. Tja, ich danke dir fürs Taschentragen. Habe ich gern gemacht, Herr Studienrat. Soll ich sie morgen wieder tragen, die Tasche? Gerne, Harald, gerne. Oh, jetzt hat mir doch wieder ein Vogel aufs Auto geschissen. Also, diese Tauben sind wirklich eine Plage. Einen Moment, das haben wir gleich, Herr Studienrat. Bisschen angetrocknet hier. So, das hätten wir. Danke, Harald. Bis morgen dann. Alles Gute, Herr Studienrat. Wiederschauen. Gute Fahrt. Ich habe es nie verstanden. Nur weil ich dem Lehrpersonal angemessen Respekt zollte, war ich Küppers und seinen Vasallen ein Dorn im Auge. So, du Schwuli. Ich bin kein Schwuli. Doch, ein Schwuli und ein Lehrerliebchen. Was macht ihr jetzt? So, Schmidt, was war das jetzt, ne? Und so ging das von da an, Tag für Tag. Eier schlagen und Schwitzkasten. Es war schrecklich. Ein Albtraum. Ich wusste nicht, wie lange ich das seelisch ertragen konnte. Schließlich hatte ich eine Idee. Willst du wieder Eier schlagen? Ja. Und Schwitzkasten. Genau, Schmidt. Schwuli. War ja klar, dass er das sagen würde. Aber was Küppers nicht wusste? Ich hab ne Puste, Küppers. Ja, das war wirklich eine gute Idee damals. So wurde doch noch alles gut. Ich hatte meine erste Freundin und das Beste, man konnte mir nie etwas nachweisen. Das hier ist Ihnen vielleicht in den letzten Tagen schon mal aufgefallen. Sie haben sich vielleicht während der gesamten letzten Tage gedacht, was bedeutet dieses moderne Hightech-Gerät? Es ist was Tolles. Ich kann diesen Schreibtisch auf die Größe einer Fliege verkleinern. Das ist unglaublich. Ich wusste das auch nicht. Wir haben nachmittags ein bisschen rumgespielt, da haben wir das festgestellt. Auf die Größe einer Fliege, das ist nicht ungefährlich. Ja? Ich muss dazu aus berufsgenossenschaftlichen Gründen diesen Helm tragen. Und ich mache das mal für Sie, aber nur, wenn Sie es wollen. Ja? So. Hebel. Runter. Ja! Und? Ha, es geht los. Ich fliege erstmal hier übers Studio. Zieht sie die Köpfe ein. Vorsicht. Ha, hallo. Jetzt über die Band. Folgen Sie, Helmut. Pass ein bisschen auf, Helmut. Helmut! Geh mal ein bisschen zur Seite. Helmut! Ah! Helmut hat mich verschluckt. Hilfe! Helmut hat mich verschluckt. Ich bin in Helmuts Speiseröhre. Oje, oje. Oje, 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 oje. Das ist aber zerfressen hier. Oh, mein Lieber. Da komme ich. Mal gucken, dass ich schnell in den Magen komme. So. Was ist das denn? Da liegt ja noch ein ganzes altes Wurstbrot. Hier. Ah, hier. Ah, muss ich auswickeln. Ist ja noch vom. Ah.
weg. Mein Gott, sieht es da aus. Muss ich aufpassen mit der Säure. Hier vorne ist es. Das ist der Ausgang in den Darm. Ich fahre mal in Helmuts Darm. Wenn ich Glück habe, bin ich gleich durch und schnell wieder raus. Was ist das denn hier? Das ist ja unglaublich. Unverdaut in Helmuts Darm. Aber muss ich auch 50 runter? Das sind die Blutgefäße. Die Blutgefäße hoch in Helmuts Herz. Erstaunlich offen. Da ist das Herz. Da hat man Zeit, sich eine Kippe anzuzünden, oder? Oh, doch. So. Jetzt muss ich auch weiter hochfahren. Ich fahr mal da oben, hat's Platz. Ist das ein Virus? Reagiert gar nicht mehr auf Penicillin, nur noch auf Schläge. Weg! Jetzt fahr ich mal hier hoch. Ich fahr mal hoch in Helmuts Hirn. Endlich mal Platz. Ja. Aha. Was ist das denn? Oh, ein Gedanke schwebt herein. Ah. Ja, ist das. Ja. Ein Schild. Unglaublich. Ah, jetzt sehe ich was. Helmuts musikalisches Kreativzentrum. Da machen wir ein bisschen langsamer. Das sind die ganzen musikalischen Ideen. Das ist schön. Das ist schön. So, jetzt hoch unter die Hirnschale. Jetzt hier, ach, der Gehörgang. Jetzt kann ich, wenn ich Glück habe, komme ich wieder raus. Ja? Bisschen Gas. Achtung! Ja, Helmut! Oh! Das ist das Tolle. Bei uns können Sie nicht nur was lernen, bei uns können Sie auch richtig toll reich werden. Sie müssen einfach nur mitspielen. Wie? Das zeigen wir Ihnen jetzt. Jetzt wieder mitspielen und gewinnen bei der OKL. Die Ostdeutsche Klassenlotterie geht in die nächste Runde. Genau. Mit ein bisschen Glück können Sie jede Menge Westgeld gewinnen. Und in der Prämienzum locken Monat für Monat 430 Mark als zweites Arbeitslosengeld. Für den kleinen Geldbeutel können Sie bei der OKL jetzt auch ein Achtel von zwei Elfteln eines Dreiviertelloses bestellen. Und jeden Tag gibt es Extragewinne. Zum Beispiel immer montags eine exklusive Sprachreise nach Helmstedt. Jeden Dienstag ein Traumhaus im Grünen. Mittwochs sehr gutes Schuhwerk für jede Gelegenheit. Immer donnerstags einen unvergesslichen Traumurlaub in Tschechien. Und natürlich der Knaller am Freitag, neue Zähne mit allem Zip und Zap. Nur bei der Ostdeutschen Klassenlotterie. Einwandfrei. OKL. Es kann ja nur noch besser werden. Mein erster Gast ist nicht nur der beliebteste Nachrichtenmoderator im deutschen Fernsehen, sondern ist seit 1992 Anchorman bei RTL aktuell. Sein neuer Vertrag läuft jetzt bis 2003. Herzlich willkommen, Peter Klöppel. Das klappt natürlich. War stressig, war es eigentlich? Wir haben ein bisschen den Stau fast gefangen, aber sonst war kein Problem. Cool. Es ist, ja. Also, ich finde das großartig, dass es sozusagen von den Nachrichten hier rüber direkt zu uns. War es heute einigermaßen erträglich oder waren überwiegend sehr negative Nachrichten? Naja, wir hatten natürlich auch den Schröder bei uns, den Dressman Schröder in der Sendung. Das war für uns auch ein gefundenes Fressen. Sie müssen ja doch neutral bleiben eigentlich als Moderator. Sie können so manchmal durch ein Zwinkern, durch einen Blick oder ein Lächeln ein bisschen andeuten, wie die eigene Meinung ist. Aber eigentlich müssen Sie das ja doch relativ neutral
präsentieren. Ne? Es fällt auch nicht immer so ganz leicht, muss ich gestehen. Also beispielsweise bei dieser Schröder-Geschichte, dass man da ernst bleiben sollte. Ja. Habe ich auch eben gerade schon in der Sendung gesehen. Da fällt einem ja schon so einiges ein, was man gerne erzählen möchte. Man kann es leider nicht. Man kann es nicht. Aber dafür haben wir ja Sie. Wie ist Ihre Privatmeinung dazu? Also der Bundeskanzler, der sich so modisch fotografieren lässt und eigentlich damit auch so weit aus dem Fenster lehnt? Also meine Privatmeinung, ja. Also ich denke mir, auf der einen Seite sollte er langsam anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, ob er nicht vielleicht ein bisschen viel im Fernsehen auftritt bei Sendungen, die, naja, ihn zwar im schönen Licht dastehen lassen, aber wo sich viele Leute doch denken, sollte er nicht vielleicht doch besser die Zeit zum Regieren nutzen? Und andererseits denke ich mir, gut, wir haben jetzt mal einen Kanzler, der kann sich in einem Brioni-Anzug sehen lassen, das ist ja mal was Neues. Ne? Also schon ein stolzer Preis, ne? 3000 Mark. Also ich habe noch nie so einen Anzug besessen, ne? Ja, es gab aber diesen Witz, was macht Kohl mit den alten Anzügen, er trägt sie. Ja. Ne? Ja, aber... Die kommen sogar ins Museum, wie seine Strickjacke. Richtig, in das Museum für deutsche Geschichte. Ja. Ja. Jetzt haben Sie einen Vertrag bis 2003. Das ist ja eigentlich für die Fernsehbranche eine halbe Ewigkeit, 4 Jahre. Ja. Ja. Habe ich mir auch gedacht, als ich gefragt wurde, willst du so lange unterschreiben? Aber dann habe ich mir gesagt, gut, es macht mir so viel Spaß. Und warum auch nicht bis zum Jahr 2003? 10 Jahre ist ja eine gute Zeit dann insgesamt. Und mal gucken, was danach passiert. Also 7 Jahre haben Sie es jetzt schon gemacht. Mhm. Ja. Waren Sie mal krank? Ja, jetzt gerade, letzte Woche, das allererste Mal. Es war für mich ein sehr merkwürdiges Erlebnis, weil ich auch immer dachte, ich bin so ein ganz tougher Typ, der also durch jede Krankheit durchschippert. War aber nicht der Fall. Und dann lag ich dann halt 4 Tage flach zu Hause. Aber das ist ja eigentlich amerikanisch, wie Sie das machen. Ne? 7 Jahre einmal krank. Ja. Und dann haben Sie aber sich auch oft... Ich hatte auch so Existenzkrisen, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich hatte eine Bronchitis. Das heißt, das ist natürlich für so einen Menschen, der in erster Linie mit der Stimme lebt, ist das ein Problem, wenn man dann nachts auch wach wird und so kurz noch checkt, ist die Stimme schon wieder da und das... Und die Frau dann sagt, was machst du da schon wieder? Ja. Irgendwann kam die Stimme dann wieder und ich hatte auch phasenweise überlegt, ob man das nicht mit Pantomime machen kann, aber es ist bei Nachrichten schwierig. Also Koalitionskrise als Pantomime, wüsste ich nicht, wie man das darstellen kann. Ne? So, ja, aber wär natürlich schwierig. So, Bundeskanzler Schröder. Fashion. Ja. Jetzt, es wird ja ein völlig neues Gestenrepertoire auch erfordern, ne? Auch von allen Kabarettisten und sowas, denn das gab es ja noch nicht. Es ist ja nicht nur so, dass nur RTL behauptet, dass sie die beliebteste und erfolgreichste Nachrichtensendung sind, sondern ich habe es, glaube ich, letzte Woche oder vor 14 Tagen in der Woche gelesen, also die reine Wahrheit. RTL aktuell wirklich ganz vorne, auch unter professionellen Kriterien. Sie als Moderator sowieso schon seit langer Zeit. Vielen Dank. Ja. Ja, das war doch überall so. Ja. Nee. Ich meine, wir haben uns auch gefreut, gerade wenn man halt jahrelang gegen die Tagesschau ankämpft und immer wieder zu hören bekommt. Also Tagesschau, das ist sowieso sakrosankt und das kann man wirklich auf Latein vorlesen und die werden weiterhin ihre 7 oder 8 Millionen Zuschauer haben. Wir haben ein bisschen dran gekratzt und das macht ja dann auch Spaß. Und wir sprechen Deutsch und nicht Latein. Ja, und zu Hause sprechen Sie aber Englisch? Ja, zu Hause spreche ich, also mit meiner Tochter versuche ich Englisch, Deutsch zu sprechen, mit meiner Frau spreche ich Englisch. Die Tochter ist im Moment in so einer Umbruchphase, sie ist 2, 3 Viertel und hat in erster Linie Englisch gesprochen. Bisher, jetzt fängt sie an zu mischen, also so kommen dann so Sätze raus. Daddy, can you schneid that auf? Oder was willst du zum Frühstück? I want to eat Tigerentenmüsli. Und das sind so die Dinge, da macht es dann auch Spaß, sich mit ihr zu unterhalten. Versuch's doch mal auf Deutsch. Und sie, no. Ja. Das ist für mich faszinierend. Wie kriegen das eigentlich Kinder geregelt? Das weiß man nicht, ne? Also ich habe mal gehört, dass die das ganz gut hinkriegen, weil nämlich die 2 Sprachzentren, die man normalerweise entwickelt, jetzt wird es kompliziert, irgendwie hat man dann so 2 Ecken im Gehirn, die eine ist für Englisch, die andere ist für Deutsch. Das gibt es bei den Kleinen gar nicht. Das ist alles eins und es ist dann so zusammen und irgendwie kriegen die das dann auch irgendwann hin, dass sie nicht mehr durcheinander schmeißen, sondern von einem in die andere Sprache locker fallen können. Und für ein Kind ist es ja großartig, 2 solche Sprachen als Muttersprache zu lernen. Man kann es, glaube ich, überhaupt nur perfekt lernen, wenn man es bis zum 10. Lebensjahr geschafft hat. Ne? Ja. Das Lustige ist auch, meine Schwiegermutter, also meine amerikanische Schwiegermutter, sagt immer, this is my German granddaughter, meine deutsche Enkelin. Ja. Und meine Mutter sagt immer, das ist meine kleine amerikanische Enkelin. Also die Tochter, also meine Tochter unterscheidet da noch immer sehr genau. Mit meiner amerikanischen Schwiegermutter spricht sie immer Deutsch und mit der anderen spricht sie immer Englisch. Also sie haben immer Spaß zusammen. Wie viel Pässe hat eigentlich Ihre Tochter? 2. Ja, Doppelpass. Bei Mädels ist Doppelpass ja eher... Aber man kann das noch wohl haben und irgendwann muss sie sich entscheiden. Es wird ja jetzt in den nächsten Tagen entschieden, wie lange es dauern darf. Wollen Sie denn dann nach 2003 erstmal weiter Fernsehen machen und auch weiter in Deutschland bleiben? Also ich glaube, nach 2003 bleibe ich erstmal noch in Deutschland. Ja, ich glaube auch, dass ich weiter Fernsehen mache. Zumindest wenn bei RTL niemand was dagegen hat, denke ich mal, könnte ich mir vorstellen, auch weiter zu arbeiten. Irgendwann wollen wir mal nach Amerika ziehen und dann ist es vielleicht ein bisschen ruhiger angehen lassen. Vielleicht nicht so wie Tommy Gottschalk, der dann immer hin und her jettet, sondern doch ein bisschen länger. Das wäre auch bei täglichen Nachrichten natürlich doch relativ stressig. Also selbst im Jahr 2015 dann diese Über-
Überschall-Shuttles noch nicht so ausgeprägt. Ja. Was wäre dann so eine Ecke in Amerika, die Sie besonders anziehen würde? Nordkalifornien, so nördlich von San Francisco. Also noch nicht so heiß wie im Süden beispielsweise, ja. Aber schöne Gegenden mit schönen Weinbergen beispielsweise. Napa Valley, Sonoma Valley. Richtig, das wird ja hier auch immer mehr. Viele SPDler trinken jetzt auch schon Napa Valley Wein. Ach. Ja, der ist, glaube ich, also sozusagen dem Italienischen fast ebenbürtig. Ja. Und der ist auch ein bisschen teurer als der Italienische, deswegen kommt es dann besser. Ja, ja. Ja. Und das sollte man gar nicht glauben. Also gerade in Kalifornien ist es ja viel kälter. Man glaubt immer diese Hitze. Und Strand und Baywatch, aber es kann da echt ziemlich kalt sein, ne? Ja, also gerade in den nördlichen Gegenden, aber das ist wiederum für den Wein auch ganz gut. Dann hat der nachts so die etwas kühleren Perioden, da schlägt sich dann das Wasser auf den Trauben nieder und tagsüber wird es dann wieder warm und das zieht es dann alles rein in die Trauben. Ja. Also gute Sachen gibt es da schon. Wie sieht es denn aus mit Ihren Ausflügen in die Unterhaltung? Sie haben ja mal bei Rudy, Jarisch gewischt, ja. Habe schon zweimal jetzt gemacht, Chionel, hat ja. Beide Male großen Spaß gemacht, ja. Und ich denke mal, wir werden jetzt Ende 99 wieder ein Jahresquiz machen. Wahrscheinlich nur ein Jahresquiz, kein Jahrhundertquiz oder Jahrtausendquiz, obwohl sich das natürlich... Würde ich anbieten, aber es gibt natürlich für den ersten 800 Jahren relativ wenig Material. Relativ wenig Fernsehbilder, ja. Auch. Das ist, aber das ist auch Rudi das hat vielleicht ja. Welche. Rudi ja. Stellt das vielleicht klar. Ja. Ja. Was würde sich anbieten? Ja. Können Sie denn Ihre Chinesischkenntnisse noch irgendwo unterbringen? Im Moment leider nicht, nee, aber ich hatte mal die lustige Situation, dass ich in China, ich habe mal Chinesisch gelernt, also für 2 Jahre ungefähr mit einem Privatlehrer, weil ich Interesse hatte, nach China als Korrespondent zu gehen. Das hat sich nicht ergeben, dann war ich aber mal im Urlaub in China und wie man halt als Langnase in China immer angesehen wird, denken die alles, aber nicht, dass man ihre Sprache spricht oder versteht. Und als ich dann irgendwann mal was gesagt habe zu einem Chinesen, dann guckte der mich so an und sagte... Hat irgendwas gesagt, was ich dann nicht mehr verstanden habe, logischerweise. Ja. Und hinterher habe ich erfahren, also die dachten wohl, ich wäre ein Spion oder irgendwas Furchtbares. Weil Langnasen, die diese Sprache in irgendeiner Weise beherrschen, sind völlig tabu, ganz furchtbar. Ach, dann macht man sich verdächtig. Ja, das ist so Form. Das ist ja, das Reich der Mitte erlaubt ja nun nicht jedem quasi den Zugang zu sich und seiner Kultur, und seiner Sprache. Und gerade wir, die ja nun mit dem Reich der Mitte wenig zu tun haben. Und wie gut konnten Sie das? Naja, also... Ich konnte wohl in der Kneipe Bier bestellen und Schnaps und ich konnte auf Wiedersehen und Dankeschön sagen. Und die üblichen Sachen, die man hat lernt, wenn man Chinesisch lernt, als Schüler oder als Student. Ich heiße Peter Klöppel, ich bin Student der chinesischen Sprache. Was heißt das auf Chinesisch? Peter Klöppel ist ja relativ... Wajiao, Peter Klöppel. Wajiao, Peter Klöppel. Ja. Klöppel ist ja gut, also zu sprechen für einen Chinesen, oder? Klöppel? Ja, die sagen so Kröppau. Das ist ja das Komische. Die Chinesen können das mit dem L und dem R zwar nicht, aber die verdrehen das immer genauso, wie wir es eigentlich nicht erwarten. Das heißt, die würden Kröpau sagen, anstatt Klöppel. Das heißt, die können das L nicht machen, stattdessen ein R. Das ist ja das, was man immer nicht glauben will. Ah, wir machen immer im Klischee einfach genau. Butel und so. Butel und, ja, das ist überhaupt nicht so. Es ist gar nicht so. Nee, Kröpau. Nee. Kröpau. Betau, Kröpau. Betau, Kröpau. So, schön, dass Sie uns besucht haben nach diesem anstrengenden Tag. Sie haben eine 5-Tage-Woche, ne? Ja, Gott sei Dank nur. Was haben Sie? 4, ne? 4. Nein. Ja. Es muss dann auch mal irgendwann Feierabend sein. Ja? Jeden Tag 18.45 Uhr ganz einfach zu finden. Bis 2003 mindestens. Okay. Alles Gute bei Ihnen, viel Erfolg. Mein nächster Gast ist seit 1994 die Torhüterin der deutschen Damen-Handball-Nationalmannschaft. Sie hat in diesem Jahr ihr 100. Länderspiel. Herzlich willkommen, Christine Lindemann. Hallo, herzlich willkommen. Das ist doch mal eine Größe. Ja. Oder? Ja, 1,89 halt. 1,89. Ist das als Frau von Anfang an toll oder hat man da erst ein bisschen Schwierigkeiten und denkt man, wäre ich vielleicht nicht so groß? Nee, für mich war es eigentlich von Anfang an toll, weil ich da immer Vorteile gehabt habe. Beim Sport zum Beispiel, im Supermarkt, da stößt man so direkt auf die Sonderangebote. Ja. Und wie ist es so mit Jungs und mit Freunden? Nö, also ich bin halt kein Betthupferl, aber auch ein bisschen wählerisch, aber ist auch in Ordnung. Gibt auch ein paar größere Selbstbewusste, ja. Genau. Ja, die werden ja auch größer mittlerweile. Also es ist auch für eine Frau, ja, ich denke mir, ist auch mal für eine Frau ganz angenehm, wenn sie weiß, wo sie das Bier abstellen kann, oder? Ja. Sie spielen beim SV Buxtehude. Buxtehude SV. Ja. Buxtehude SV, ja. Sie merken schon dann, ich habe das gesehen, ich gucke ja sehr gerne Damenhandball an, ich gucke auch sehr gerne Damenvolleyball. Ja. Sogar auch wegen Sport. Ja. Ja. Aber. Freut mich, ja. Aber es ist ganz klar,
Es bedient einen voyeuristischen Aspekt. Für Männer oder für Männer, die so gestrickt sind wie ich, finde ich. So. Überrascht Sie das? Ja, bisschen so. Sie haben das noch nie gehört? Dass Männer auch, gucken wir sagen, Mensch, die Frauen sehen toll aus und das Outfit heutzutage, das ist ja nicht mehr so die alte Strickliesel wie früher, sondern die ganzen Leichtathleten, auch alle Bauchfrauen und so. Also das ist ja doch sehr sexy, finde ich. Ja, da sind wir vielleicht auch ein bisschen froh drüber, weil wir früher ein ganz anderes Image hatten und da hat es halt gar keinen interessiert. Und dann lieber ja. So. Wie sieht das aus mit dem? Ich meine, Sie haben ja wirklich tollen Erfolg, ja? Habe ich das richtig gesagt? Dritter bei der Weltmeisterschaft? Ja, das Schlimme war ja, dass Sie 93 Weltmeister geworden sind. Leider ohne mich. Ja. Aber da hat es gar keiner mitbekommen. Ja, woran liegt es? Warum interessiert es keinen? Naja, das ist halt so, wenn man zum Beispiel jetzt, wenn man denkt, ein Mercedes ist ein Traktor, dann würde man sich vielleicht kein Mercedes kaufen. Und wenn man vom Frauenhandball denkt, naja, da laufen Strickliesel rum, dann interessiert das auch keinen. Ja. Aber jetzt, wo wir ein bisschen so Werbung gemacht haben, ein bisschen Bauch gezeigt haben und so, da hat es geklappt. Sie haben jetzt zum Beispiel ein Foto gemacht oder eine Fotoserie, wir können das mal zeigen, wo man sieht, das ist so ein bisschen der neue Trend. Hat also der Handballverband Schwierigkeiten mit sowas? Also kennen die Herren aus? Ich nehme an, der Handballverband wird von Männern dominiert. Ja, unter anderem, ja. Fördern die sowas? Na, vielleicht waren die ein bisschen überrascht am Anfang, aber mittlerweile sind die, glaube ich, auch ganz froh, dass die Frauenmannschaft auch ein bisschen aus dem Schatten herausgetreten ist. Sie sind Torhüterin. Ja. Ich war auch mal im Tor im Handball und das war nur so. Ja? Weil, für meine Erinnerung, ja gut, die feigen Schweine haben auch bei mir nur aufs Gesicht geschossen. Ja, wirklich. Mit Brille. Ja. Kommt. Für mich als blutiger Laie kommt der Ball mit einer unglaublichen Wucht da an, oder? Ja, also, bei Männern kann er, glaube ich, um die 200 Kilometer pro Stunde erreichen. Bei den Frauen schätze ich mal, ja, 150 vielleicht. Ja? Und ich habe auch schon ein paar Bälle an den Kopf bekommen. Ja? Ja. Und hat auch schon Gehirnerschütterung gehabt deshalb. Das war ein bisschen dumm, aber es ist eigentlich, unterstellt man das keinem, dass die mit Absicht auf den Kopf werfen. Das ist dann vielleicht bei dir Unkontrolliertheit gewesen. Ja, aber gut, auch wenn sie nicht mit Absicht werfen, der Schmerz ist ja derselbe, ja, ne? Das ist ja. Es hört sich komisch an, aber der Schmerz ist gar nicht so schlimm, sondern es ist halt die Erschütterung. Und dass man halt längere Zeit dann keinen Sport machen kann und dann nachher einen unbewussten Angstreflex hat. Das hat man, Reflex ja? Hat. Ja, unbewussten. Also nicht so, ich habe jetzt Angst, wieder ins Tor zu gehen, aber du stehst im Tor und irgendwann machst vielleicht einen kleinen Knickser im Knie oder so und das behindert dich dann schon bei der Abwehr, ne? Ja. Sie waren auch mal in Norwegen? Ja. Als Profi? Naja, also ich habe da vom Handball gelebt, das stimmt schon. Handball ist da viel populärer als hier. Ja. Also... Da ist Handball so populär, eigentlich, also so wie Männerfußball hier ungefähr. Ja. Ja, und das war für mich sehr interessant da. Da habe ich vom Handball, wie gesagt, gelebt, aber ich bin halt da noch zur Sprachschule gegangen, habe halt Norwegisch gelernt. Und was sind denn so die großen Länder? Also mit dem Fußball ist klar, da weiß man, wenn man mal sich eine Packung holen will, da fährt man nach Frankreich, ja. Oder mittlerweile ist es ja wurscht, man fährt einfach irgendwo hin, ja. Mein Eindruck bei Handball-Länderspielen, die starken Nationen, ist, wo man hinguckt und sagt, ja doch, das sind Frauen. Ne? Also östliche Länder, die vielleicht noch eine andere Interpretation des Dopinggesetzes oder so haben. Ist das richtig so? Sind das da die starken Nationen? Nein, ist nicht mehr so. Also es hat sich auch ganz geändert. Deshalb sind wir auch ganz froh, dass das auch mittlerweile hier angekommen ist, dass sich das Image ein bisschen geändert hat. Die Skandinavier beherrschen das eigentlich und... Südkorea zu den Olympischen Spielen immer. Südkorea? Mhm. Die trainieren im Vierjahresrhythmus, also die sammeln die Mannschaft halt 4 Jahre im Camp zusammen eigentlich, trainieren für die Olympischen Spiele und dann sind die zur Olympiade eigentlich immer fit, immer so Silbermedaillengewinner oder Goldmedaillengewinner. Und Dänemark und Norwegen, weil es halt eine große Tradition hat und sehr akzeptiert ist in dem Land. Ja, es gibt auch große Südkoreanerinnen dann demnach, oder? Oder machen die das durch? Ja, Tempo, Wetter. Ja, über Tempo so ein bisschen. Man steht ja, wah! Ja? Ja, Technik, also die Technik ist sehr gut von denen und Tempo halt. Wann sind die nächsten Weltmeisterschaften? 1999, also dieses Jahr in Norwegen. In Norwegen. Und wie sieht es aus für uns, sage ich mal, für die Deutschen? Für uns sieht es hoffentlich prächtig aus. Ja? Also wir haben jetzt mittlerweile einen neuen Bundestrainer bekommen und der möchte auch eine Medaille holen da, mit uns natürlich. Und ich glaube schon, dass wir es auch schaffen können. Und wir müssen uns da auch für Sydney, für die Olympischen Spiele 2000 qualifizieren und das ist halt unser Ziel. Ja, wie ist das eigentlich? Der Bundestrainer ist ein Mann. Ja. Ja. Auch da habe ich Klischee-Vorstellungen. Ja. Ist das so? Also in Norwegen war es zum Beispiel eine Frau. Aha. Oder ist es auch eine Frau? In Frankreich auch. Aber in Deutschland ist es lange Zeit.
eigentlich die ganze Zeit ein Mann gewesen. Ist es auch so, dass dann irgendwie manche versuchen, sozusagen mit dem anzubandeln oder zu flirten oder was? Oder sieht man das sozusagen völlig geschlechtsneutral? Nö, es hat auch Beziehungen schon mal gegeben. Also im Verein ist es auch so, meist Männertrainer gab es auch mal Beziehungen. Und, komm mal her, wir üben noch ein bisschen. Aber es läuft alles auf freiwilliger Basis. Ja? Also das ist aus meiner Erfahrung sagen kann, ja. Das schon. Ja. Ich muss noch mal fragen, Sie sind kein Profi, oder Nein. doch? Nein. Offiziell nicht oder überhaupt nicht oder halboffiziell, Sie sind kein Profi? Nee, ich bin Studentin auch, ja. Ja, was studieren Sie? Also Zeit BWL an der Uni Hagen, Fernuni Hagen halt. Ja. Also wir sind 80 Tage mit der Nationalmannschaft unterwegs, deshalb ist es ziemlich schwierig, da eine geregelte Arbeitszeit zu finden. Ja. Deshalb studiere ich immer so teilzeitmäßig halt an der Fernuni oder sowas und dann arbeite ich bei Köster & Co. in der Sport- und Kommunikationsagentur. Das ist eine Agentur, die also Sportlerinnen und Sportler betreut, auch, glaube ich, Franziska van Almsick und so weiter. Ja, ja. Unter ja? Ist das was Sie dann auch beruflich später machen möchten? Ja, ich möchte gerne im Sportmanagement mal tätig sein eigentlich, ja. Wie lange kann so eine Karriere dauern als Handballerin? Oh, es gab auch eine Spielerin, die hat noch mit 40 in der Bundesliga gespielt. Aber das werde ich, glaube ich, nicht tun. Nee. Also ich sehe schon, wir müssen völlig umdenken. Damenhandball, ja, das ist die Sportart der Zukunft. Die ist bei den Öffentlich-Rechtlichen. Wird die übertragen? Ja, also die ist da, aber die wird halt sehr wenig übertragen, ja. Ach so, die könnten das, aber sie zeigen es nicht. Ja, genau. Sie zeigen lieber Tischtennis ja, oder ja, sowas. Ja, genau. Die verkaufen ja. das dann immer an andere, aber da die haben halt nicht so viel an Geld. An wen dann? An Heribert Fassbender. Der sollte eigentlich mal, das wäre auch was, was ihn ansprechen könnte. Ja, vielleicht. Der weiß ja wahrscheinlich gar nicht, wie attraktiv das ist. Er ist immer nur Fußball, Fußball, Fußball. Das macht ihn heiß. Nein. Wir müssen ihn anrufen und sagen, Heribert, zeig mal mehr Damenhandball. Weltmeisterschaften im Dezember. Mhm. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo? In Norwegen. In Norwegen. Mhm. Also das ist ja auch keine Zeitverschiebung, nix. Nee, überhaupt ja? nichts. Das könnte eigentlich rund um die Uhr gezeigt werden. Das wird auch gezeigt, auf DSF aber. Auf DSF, ja, ja, immerhin. Ist ja im Kabel auch nicht ganz weit hinten. Nee. Ja? Ja. Also, Damenhandball, ich finde es toll, dass Sie bei uns waren. Und dann habe ich noch was für dich. Ja? Also das, ich mal sehen, ob ich dich dafür begeistern kann. Aber es muss nicht jetzt zusagen, es reicht auch, wenn du vielleicht das nach deiner Sat.1-Karriere zustimmst. Zweiter Frühling, lach dich fit mit Harald Schmidt, neu an der Volkshochschule. Darf ich das mal zeigen? Ja, hier gerne. Rein. Ja. Also aber irgendwie finde ich es ein bisschen gemein. Wieso gemein? Grünes Licht für den Waschbrettbauch. Selber gemacht? Ja. Ja. Ich werde drüber nachdenken. Ja, ich hoffe. Das ist eigentlich der richtige Ansatz. Ja? Christine, danke dir. Toi, toi, toi. Damenhandball, meine Damen und Herren, Buxtehuder SV und die Nationalmannschaft.